Hallo und Sawadikap. Ja, heute sind wir mal auf dem Weg zum Armeestrand nach Utapao. Ja, und auf geht's. Mal gucken, wie lange wir vom Pattaya aus dahin brauchen. Ja, am Armeestrand, 10 Uhr morgens. Ja, richtig angenehm. Kaum Leute da. Nachher wird es dann 2-3 Stunden richtig voll. Ja, schön, man kann im Schatten liegen und nachher wird das alles richtig voll. Ja, glasklares Wasser. Glasklar. Kaum Leute, aber es ändert sich nachher. Ja. Ja, Restaurants sind hier. Da gibt es Thai Food und alles. Ja. Ja, ich will mit dem Paddelboot leine, keine Welle. Wir gucken mit dem Paddelboot mal raus. Paddeln. Ja, da hinten kann man sich Hähnchen kaufen und Thai Food. Viele bringen sich das mit. Ja, das ist der Armeestrand in der Nähe vom Insatahip vom Utapao Airport. Dann gibt es ja noch einen Armeestrand. Also das kostet hier für Ausländer Eintritt 50 Baht pro Person. Ja, und am anderen Armeestrand nehmen die 100. Hallo und Sawadikap. Ja, heute sind wir mal auf dem Weg zum Armeestrand nach Utapao. Ja, und auf geht's. Mal gucken, wie lange wir vom Pattaya aus dahin brauchen. Ja, am Armeestrand, 10 Uhr morgens. Ja, richtig angenehm. Kaum Leute da. Nachher wird's dann 2-3 Stunden richtig voll. Ja. Schön, man kann im Schatten liegen und nachher wird das alles richtig voll. Ja, glasklares Wasser. Glasklar. Kaum Leute, aber es ändert sich nachher. Ja, Restaurants sind hier. Da gibt es Thai Food und alles. Ja. Ja, ich will mit dem Paddelboot leine, keine Welle. Wir gucken mit dem Paddelboot mal raus. Paddeln. Ja, da hinten kann man sich Hähnchen kaufen und Thai Food. Viele bringen sich das mit. Ja, das ist der Armeestrand in der Nähe vom Insatahip vom Utapao
Airport. Dann gibt es ja noch einen Armeestrand. Also es kostet hier für Ausländer Eintritt 50 Baht pro Person. Ja, und am anderen Armeestrand nehmen die 100. Ja Leute, und dann mache ich mal Schluss für diesen Video. Armeestrand in Utapao, für Sattahip. Jo, es ist sehr schön, klares Wasser. Man sollte aber in der Woche kommen, nicht am Wochenende, weil dann zu viele Thais hier sind. Ja, und wenn euch meine Videos gefallen, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, es kostet nichts, werdet ihr immer informiert, was euch kommt, und die Glocke aktivieren. Ja, und wenn euch das gefällt, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Tschüss, der Dieter.